In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr kostenlos in traumhaften Luxusvillen übernachten könnt. Viel Spaß! Hey, ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht es um Reisen, Auslandsaufenthalte und noch viele Dinge mehr. Wenn dich das Thema interessiert, dann denk gerne mal über ein Abo nach, um nichts mehr zu verpassen. Schau auch gerne zu jeder Zeit des Videos in die Videobeschreibung, wo ich dir Texte und Links zu den Sachen im Video verlinke. Die Lösung heißt House-Sitting. Aber was ist das eigentlich? Als House-Sitting bezeichnet man die Betreuung von Anwesen, also von Häusern, deren Besitzer vorübergehend verreist sind. Und dann soll man sich insbesondere auch meist um die Tiere oder die Pflanzen im Garten kümmern. Genau, und dass auch das Haus weiterhin belebt ist, also dass man gleichzeitig auch einen Einbruchsschutz quasi hat, weil das Haus nicht verlassen ist. Das sind so die Vorteile von House-Sitting, weshalb die Leute das machen. Der Vorteil liegt da bei den Hausbesitzern natürlich genau auf der Hand, während ihr als House-Sitter natürlich davon profitiert, dass ihr kostenlos übernachten könnt und zudem leben könnt wie ein Einheimischer. Das ist natürlich auch eine echt coole Sache. Wie wird man House-Sitter und wie kommt man an so ein Haus ran? Nun, das ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss sich einfach auf einer der House-Sitting-Webseiten registrieren. Das wäre zum Beispiel Housecarer, so heißt eine Seite. Ich verlinke dir diese Seite sowie weitere gerne in der Videobeschreibung. Dann kannst du halt selber mal gucken, welche Seiten dir so zusagen und welche Angebote es darauf gibt. Kannst ein bisschen stöbern. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Sobald du auf der Webseite dann einen Job gefunden hast, der zu dir passt, beziehungsweise ein House-Sitting, Haus oder Region oder was auch immer, dann musst du halt auf Kontaktieren klicken und dann kannst du eine Nachricht an den Hausbesitzer schreiben. Kannst hier von deiner Motivation erzählen, das ist halt ziemlich wichtig, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Gib auf jeden Fall auch ein paar Infos über dich heraus. Das Ganze ist natürlich schon ungewohnt für den Hausbesitzer, weil halt eine fremde Person in seinem Haus leben wird. Und deswegen muss ja der Hausbesitzer auch das Gefühl bekommen, dass er euch vertrauen kann. Sei auf jeden Fall geduldig, das Ganze kann auch immer ein bisschen dauern. Manchmal sind da auch schon ausgelaufene Angebote unter den Inseraten. Deswegen würde ich dir raten, auch immer auf die neuesten Inserate sich nur zu bewerben, weil ja, die sind am wahrscheinlichsten, dass es da passt. Am besten skypst du auch nochmal mit dem Hausbesitzer, dann könnt ihr über genauere Anweisungen und Sachen reden, die er von dir möchte. Dann ist das Ganze auch klar, was quasi von dir gefordert ist und was er zu erwarten hat. Falls was daneben gehen sollte, würde ich dir auf jeden Fall auch raten, eine weltweite Haftpflichtversicherung abzuschließen. Ich verlinke dir dafür gut in der Beschreibung, denn falls du etwas in seinem Haus kaputt machen solltest, musst du natürlich dafür haften und damit es dich nicht finanziell belastet, ist so eine Haftpflichtversicherung extrem wichtig. Das war's auch schon zum House-Sitting. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Teilt das Video gerne unter euren Freunden. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht getan habt, denn dort erschienen noch viele weitere Videos zum Thema Reisen, Auslandsaufenthalte. Bis zum nächsten Video. Ciao!